Einen wunderschönen guten Morgen zusammen zum Webinar Forex Pro Systeme Live Trading, natürlich mit Thorsten Helbig. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie auch ganz herzlich im Namen von FX Flat hier heute Morgen pünktlich um 7:48 Uhr begrüßen. Ich bin gespannt, was der Thorsten heute aus dem Hut zaubert. Ich hoffe, Sie auch. Und von daher will ich gar nicht lang drum rumreden und einmal direkt zum Risikohinweis springen, denn Sie kennen es alle. Das Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie das Ganze nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung, denn am Ende ist es immer Ihre eigene Entscheidung, die getroffen werden muss. Ja, das ist ganz wichtig zu sagen von unserer Seite. Von daher, das war's auch von mir. Thorsten, wenn was ist, ich bin im Hintergrund. Ich gebe dir den Bildschirm. Viel Spaß und Erfolg. Du gibst mir den Bildschirm. Ich gebe dir den durchs Fenster eben. Ich schmeiß dir den Ja, eben würde ich rüber. überlegen. Ob ich den nochmal wiederkriege, meinst Hallo, ich wohne dichter in Polen als du. du? Das stimmt. Ja. So. Moin. Ja. Was mache ich mit euch heute? Rückblick. Rückblick, Ausblick, Durchblick. Erstmal hänge ich dem Andreas sein Chartbild an die Wand. An die Kuriositätentafel, gleich direkt neben seinem Bild. Er hat irgendwie heute in Kasper gefrühstückt, der Kleine. Oder hat im Kraftwerk geschlafen oder neben der Kava-Dose. Kava mutig. Wir müssen mal ein bisschen zurückgucken. Wir hatten gestern früh, waren wir so weit, dass wir unser Monatsziel im Euro fast erreicht hatten. Es fehlten bloß noch ein paar Punkte. Und dann haben wir gestern früh diesen Tagesplan aufgestellt, gestützt auf eine These aus dem H1, auf eine inverse SKS, die nochmal richtig schön den Euro auf jeden Fall nach oben ziehen sollte bis über die 1,16. Deswegen waren unsere Pläne die letzten Tage auch immer in den unteren Bereichen sich Long-Szenarien zu suchen. Das eine Long-Szenario haben wir gestern hier gestartet. Hier unten, wir haben gesagt, Longs ab der 70 bzw. der 67. Die haben wir gestern, glaube ich, ich habe die Marken jetzt nicht ganz im Kopf, ab der 68 geschortet und sind dann mit diesem Spike hier, mit Stop von 10 Punkten, mit diesem Spike hier direkt rausgeholt worden. Wer meine Handelsweise kennt, weiß, dass ich, wenn genau solche Kerzen hier entstehen und dann solche langen Lunden hier entstehen, die mich zwar aus dem Markt kegeln, die mich zwar rausschmeißen, aber einen alten Seemann kann ja nichts erschüttern, weil Stops sind ja dafür da, um dem Broker die Verluste zu bescheren, ne? Oder? Sagt man noch so. Also bei einigen Brokern ist es auch direkt so. Hier bei FXFlat kann ich euch beruhigen, ist es nicht so. Aber für Broker, die eben fast alles im eigenen Buch durchrouten, werden dann genau solche Geschichten hier gemacht. Das Ärgerliche ist, dass ich genau einen Nachmittag vorher, nämlich vorgestern Nachmittag,
ein ähnliches Spiel im DAX hatte, wo mein Stop bei der 16.107 lag und wir sind mit 16.107,4 rausgekegelt worden. Und dort habe ich die Nummer leider nicht gleich wieder eröffnet, sondern etwas später. Also wenn so eine Muster hier entstehen, so eine Kerze hier entsteht, jetzt guckt euch dieses Muster bitte mal etwas genauer an. Guckt euch diese Kerze mal haargenau an. Was ist das? So. Damit der Lutz nicht wieder sagen kann, kann ich dir nicht sagen, ich kann es ja nicht sehen. Wir haben an dieser Abwärtsbewegung, an unserem Zielbereich, hier haben wir einmal den zügigen Abverkauf hier. Zack, einmal runter. So, warte mal. Ich muss mal das Bild von den Kuriositäten hier an der Wand. Da hängt so ein nettes Bild von einem Norddeutschen. Das muss ich jetzt mal lackieren oder umdrehen. Oder ein Bienchen dran machen. Nee, eine Wespe. Nachdem er genau diesen Abverkauf gemacht hat und die 69,66 hier genau in diesem Bereich, wir haben gesagt, Long Start ab 70 oder 67, Ziel ist die 95. Eine Kerze zum Abverkauf, ein Kreisel, ein Hammer mit einem blauen Kopf. Dieser ganz kurz unterboten, gefolgt von einem Hammer mit einem blauen Kopf und einer Glatze. Wir haben das High bei 65,2 und wir haben Close bei 65,2. Wenn ich mit so einer Kerze, mit so einem Muster aus dem Markt gekegelt werde und der direkt wieder zurückgeschossen kommt, ist mein Setup immer noch gültig, mein Stop nur zu eng gewählt und dann muss ich diese Position direkt gleich wieder eröffnen. Was ich auch getan habe, obwohl ich gerade mit einem unserer Mitglieder von der Kuriositätenwand hier aus der kuriosen Abteilung am Telefon hing, wurde diese Position direkt nach diesem Muster wieder eröffnet. In diesem Fall, so wie hier, wo gehört der Stop dann hin? Wenn man so eine Position eröffnet, ja, heute gibt es was zu lernen hier, ne? Vielleicht. Drei Punkte unter das Tief mit etwas Luft, sehr gut. Die anderen Antworten, zwei Punkte unter das Tief, unter die Lunte, unter den Hammer, unter die Lunte, unter das Tief mit etwas Luft, drei Punkte unter den Hammer, unter die Kerze plus zwei. Unter Open, zwei Pips. Oh, ich glaube, wir müssen hier was tun. Wir müssen was tun. Wenn so eine Kerze entsteht, so eine, was? Mein Seminar läuft immer unter dem Motto, was machen die anderen Händler? Wo tun sie das? Wenn sie das tun, was hat das für eine Auswirkung? Und wie kann ich mir diese Auswirkungen zunutze machen? Was machen die anderen Händler nach solchem Kerzenmuster?
Wir arbeiten uns da einmal durch und wir machen heute ein bisschen Theorie. Ihr könnt mir gerne die Antworten geben. Was machen hier die anderen Händler? Ich will Feedback. Spielt ein bisschen mit, lasst mich nicht alleine spielen. Weil, ich sage euch was, ich habe vorhin mal die Performance-Tabelle auseinandergepflückt und dann konnten wir oder können wir sehen, dass wir diese Woche im Euro 60 Pips im Sack haben und im DAX 154 Punkte. Das ist die Performance von dieser Woche, gestartet mit einer Position hier, die hier zählt nicht mit, aber die hier vom 5.11., die wir letzte Woche Freitag noch eröffnet haben, bei der 16.084, die wir mitgenommen haben. 154 im DAX und 60 im Euro. Das heißt, die Wochenperformance haben wir im Sack. So, was machen die anderen Händler? Die machen genau das. Sie steigen über dem Hammer ein. An der Ostsee geht man Tomaten kaufen. Genau. Manche schließen ihre Short-Position, andere öffnen Long-Positionen. Ja. Die machen genau das, was wir jetzt gerade geschrieben haben, SL unter das Tief. So, gehen wir mal die Antworten durch. Steigen über dem Hammer ein, logisch. Kann man überall lesen, lange London, Umkehrkerze, Ende von einer Abwärtsbewegung, bla bla bla, egal was, ist genau dieses Muster, die steigen darüber ein. Bienchen. Hier hat doch tatsächlich jemand geschrieben, auch ein Frechdachs, ich sage nicht wer. Manche schließen ihre Short-Position, andere öffnen ihre Long-Position. Okay, wenn einer hier seine Short-Position schließt, was ist das dann für eine Position? Was ist da für eine Order? Ach was, echt? Ja, genau das Gleiche. Es ist scheißegal, ob hier einer seine Shorts schließt oder ob einer Long reingeht. Beides sind Long Order, beides sind Long Positionen. Das heißt, hier oben drüber liegen Long Positionen. Genau da oben drüber. So, machen wir das jetzt mal, Jungs und Mädels. Wenn ich denke, ihr seid zum Spaß hier. Spaß muss sein, sprach Wallenstein. Zack. Wie bitte? Kommt irgendwas Freches aus dem vorderen Büro. Zack. Zack, die Bohne. So. Gehen wir doch mal logisch ran. Ein bisschen nachdenken. Ich weiß, ist schwer. Da oben drüber, dort, ist der Entry. Entry für Käufer. Den Exit für die Verkäufer lasse ich mal weg. Einverstanden? Gut, danke. Da ist der Entry für die Käufer. So. Was machen die anderen Händler? Die kaufen dort. Wo packen die ihre Stops hin? Vordenken ist besser. Ja, nachdenken ist doof, vordenken ist besser. Heike, soll ich dir was sagen? Das ist die Community der Nachdenker. Die verlassen sich hier zu 90% auf den Vordenker.
der dann für die Jungs nachdenkt oder vordenkt. Und wenn er dann eine Entscheidung getroffen hat, dann haben sie komischerweise haargenau die gleiche. Verrückt, ne? Wenn der dann sagt, da gehe ich long, weil er vorgedacht, nachgedacht hat, dann haben alle genau die gleiche Idee. Mensch, du, der Vogel, du, der denkt genauso wie ich, du. Der geht long, du. Das mache ich dann mal auch. Du. Das war meine Idee. Der hat mir meine Idee geklaut. Diese Jungs legen hier unten drunter, legen die ihre Stops. Logisch. Da. Ups, was darf ich also, wenn die hier unten drunter ihre Stops legen? Und das Low war hier bei 57,4. Dann liegen die anderen Stops bei 56, 55, 55,4 liegen die Stops bei circa 55. Stops bei 1,15, 55. So, ich lese auch mal vor, was hier steht, als ich gefragt habe, was machen die anderen Händler? Wo legen die ihr Stop hin? Unter das Tief, zwei Punkte unter das Tief, unter die Lunte, unter den Hammer, unter die Lunte und das Tief mit etwas Luft, drei Punkte unter den Hammer. Pat Bunn, wer du auch immer bist, danke. Unter die Kerze plus zwei, unter die Kerze minus zwei würde das, meine liebe DRD. Daniela, wenn dann unter die Kerze minus 2, wir wollen ja da drunter, nicht plus 2, aber das hast du wahrscheinlich auch gemeint. Unter das Open mit 2 Pips, Open haben wir hier oben, da wo der Körper anfängt, da die Unterkante von dem Körper, das ist Open von der Kerze und Open von der Kerze, 2 Pips, dann liegt der Stop hier. 2 Pips darunter, also nicht gut. Lunte minus 2. Da unten in der südlichen Gegend kann man anscheinend rechnen. So scheint es auszusehen. Also die Jungs, die legen, wenn wir den. Ja, diese hier, die haben, die legen ihre Stops logischerweise da unten drunter. Die sich hier einstoppen lassen haben, da, was auch schon sein kann, da oben drüber, über dieser Kerze, die haben ihre Stops da drunter liegen, die wurden schon mal abgearbeitet. Die hier jetzt oben drüber einsteigen, wir müssen damit rechnen, dass ihre Stops dort liegen. Die von der Kerze, die lagen da. Wir schauen uns das gleich nochmal im Chartbild an. Die da oben drüber, die diese Formation hier gehandelt haben. Was ist das hier für eine Formation? Diese beiden Kerzen hier, was ist das für eine Formation? Jungs, wach werden. Auf geht's. Gut, ne? Meine Frau geschenkt. Also Jungs, pass auf. Das hier ist ein bullisches Harami. Genauso sieht es aus. Die Körper sind ausschlaggebend. Bullisches Harami. Bullisches Harami wird von dieser Kerze eröffnet. Muss man im 1-Minuten-Chart sehen, wie der Ding gelaufen ist. Die packen ihre Stops logischerweise da drunter. Die Kerze eröffnet, zack und holt. Erstmal die Reihen, die sich da oben drüber einstoppen lassen, die dann vollautomatisch ihre Stops dort runterlegen, arbeiten die Stops hier unten ab, um dann wegzulaufen. Die sich da drüber einstoppen lassen, die legen ihre Stops da unten hin. Wenn wir das Tief
bei 1,1557 haben, 1,1557,4. Und wir wissen, dass die Jungs dort unten ihre Stops hinlegen, bei der 55, bei der 1,1555, 1,1555,4. Es gibt ja Broker, die haben ein festes Brett von 2 Punkten da draußen. Es gibt ja Leute, die handeln bei solchen Leuten oder bei solchen Brokern, die mit 2 Punkten festes Brett arbeiten. Die müssen das ja einkalkulieren. Die legen ihre Stops auf 1,1555,4. Was wäre dann so ziemlich das Dümmste, was wir machen können? Ja. Gucken Sie wieder ein bisschen ungeschickt aus der Wäsche. Uns dazulegen, oder? Weil, wenn wir uns genau da an die gleiche Stelle legen, werden wir diese Händlergruppe hier nur vergrößern. Und wenn wir diese Händlergruppe vergrößern, je größer diese Händlergruppe ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass diese Order auch abgearbeitet werden müssen. So, und wenn die abgearbeitet wäre, wird hier diese Order, dann wird unsere logischerweise mitgenommen. Muss nicht, es kann. Die Wahrscheinlichkeit ist da. Deswegen müssen unsere Stops hier in dem Fall nicht auf die 1,1555, sondern mindestens 54, eher sogar auf die 53. Gerade bei solchen Bewegungen sollten wir mit den Stops etwas großzügiger umgehen. Puh. Jetzt gibt es eine bunte Tasse. Hat sich ausgeeselt. Das ist die mit dem Jim Beam. Was für ein Kreislauf am frühen Morgen. Okay? Das heißt, die Stops müssen da unten drunter. Und dann kann man sehen, was da draus wird. Der Fehler ist bei vielen, dass die Stops dann einfach zu eng gesetzt werden und das Resultat wäre dann, genau Christian, auf den Punkt kommen wir gleich, und das Resultat wäre dann, wenn wir mit einem nachlaufenden Tief hier ganz kurz mal geteasert werden, dass wir wieder rausfliegen, kriegen noch einer auf die Nase. Du hast vollkommen recht. Das High haben wir, mein lieber Christian, wir haben das High bei 65. Wenn wir einen Punkt oder so dann drüber gehen, das heißt bei der 66 oder 67 hier in den Markt kommen, sind das stolze 14 Punkte. Das sind ganz stolze 14 Punkte. Yep. Aber was muss ich dann, wenn ich das sehe, so eine Kerze sehe, was muss ich dann machen? Was muss ich dann berücksichtigen, wenn ich da oben drüber was hinlegen will? Was ist mein Job? Ich muss ja morgen, das ist ja genau das Problem, deswegen handle ich ja morgens und deswegen, oder ich handle ja morgens, damit ich fit bin, damit meine Gehirnzellen beide funktionieren. Gut, die eine funktioniert nur mit Jim Beam, die andere nur mit Kaffee, aber beide zusammen, das geht nachher schon. Kleinere Positionsgröße muss man rechnen, sprich denken. Haha, Positionsgröße und schnell BE. Ist euch mal was aufgefallen, wenn ich hier so eine Position platziere? Wenn ich hier oben drüber so eine Position platziere, wie groß ist meine Positionsgröße? Der Michael, oh Michael, du, wir beide haben noch einen Telefontermin offen, oder? Kann das sein? Michael R., ich glaube aus Luzern, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Zürich, noch schlimmer. Aber in Luzern gibt es auch einen Clan mit einem Nachnamen. Die machen sich überall breit. Oder?
0,5, 0,1. Okay, machen wir es anders. Ich wähle in der Regel kleine Positionsgrößen. Wenn ich hier was präsentiere, sogar ganz kleine, weil euch das was Scheißdreck angeht, was ich an Geld verdiene oder verliere, das geht ja von Scheißdreck an. Das geht nur mich und meine Frau was an. Und dieses Du nicht mal komplett. Das heißt, ich wähle eine kleinere Positionsgröße. Warum wähle ich eine kleine Positionsgröße? 0,1 oder 0,5? Hat es beide gut beobachtet, mal 0,1 und mal 0,5. Könnt ihr schon mal immer sehen, wenn ich auf meinem Hauptkonto handle, dann 0,5. Warum 0,5? Wenn ich mein Hauptkonto in der Regel mit 3 Standard-Lot handle, warum dann 0,5? Du sagst so, wenn du handelst mit 2 oder mit 3 Lot, wieso dann 0,5? Warum 0,5? Töre. Töre. In Luzern hat man rechnen gelernt. Wenn ich hier jetzt meine Positionsgröße, wenn ich jetzt sehe, diese Kerze ist fertig, ne? Diese, und hat den Close bei 1,15,65,2, dann sehe ich das Low bei 57. Das heißt, ich weiß, ich komme jetzt bei 66, bei 67 rein und muss auf 54, 53 mal Stop setzen, das sind 14 Punkte. 14 Punkte sind pro Lot, sind das $140, dann sind 2% wären auf dem 10.000 Dollar Konto wären dann, oh, das wären dann 280, 2 Lot wären $280, bis ich fertig bin mit Rechnen, ist der Kurs hier. Deswegen die kleinere Positionsgröße. Die kleinere Positionsgröße, bevor ich das hier alles eingestellt habe, das Risiko, gut, ich weiß, ich kann ja das Risiko einstellen, bin ich aber zu blöd zu. Ihr wisst, ich bin nicht der beste Anwender von der ganzen Geschichte hier. Ich kann, bis ich hier die Positionsgröße eingestellt habe und hier mein Stop noch eingestellt habe und mein TP eventuell eingestellt habe, bis ich dann drin bin, dann ist der Kurs hier oben weg. Deswegen 0,5. Und dann haue ich hier auf die Buy Order, haue ich einfach viermal drauf, dann bin ich auch bei 2 Lot. In der Zeit kann ich rechnen oder man hat sowas auf dem Schreibtisch liegen, ne? Für wo die Ohren nur dafür da sind, um die Brille festzuhalten. Und das dazwischen auch nicht funktioniert, weil man im Kopfrechnen nicht gerade der Stärkste ist, ne? Und ich kenne hier so der eine oder andere, ne? Kopfrechnen schwach, an der Tafel geht es schon gar nicht. Dann mache ich ganz einfach, dann haue ich hier einfach drauf, zack, zack, zack. Hier oben drüber, pack da erstmal 2 Lot oder 1,5 rein, dann bin ich auf der sicheren Seite. In dem Fall sind es 14 Punkte. Kann ich relativ schnell rechnen, wenn mein Standard-Stop auf oder mein Standard-Risiko auf 8 Punkte ausgerichtet ist und auf 3 Lot. Dann weiß ich, wenn ich hier 14 Pips Stop eingehen muss, dann muss ich meine Positionsgröße ungefähr halbieren, weil mein Stop ja doppelt so groß ist. Also packe ich erstmal 1,5, dann kann ich nachrechnen. Okay, kann ich doch auf 2 Lot gehen und dann drücke ich einfach nochmal einen nach. Dann verändert sich der Gesamteinstieg ein kleines bisschen noch nach oben. Dann bin ich vielleicht 0,4 oder so schlechter, aber ich habe meine Positionsgröße komplett. Schlimmer ist es, wenn ich hier anfange zu rechnen und dann sage, okay, jetzt will ich hier nicht oh, jetzt will ich hier mit 1,6 oder 1,7, oh, ach, scheiße, das ist ja gar kein Komma, dann muss ich einen Punkt eingeben, noch schlimmer. Und, dann ist diese Position weg und ärgere mich die Pest. Deswegen kleinere Positionsgrößen, weil ich bin hier, wenn ich da drüben drauf gehe, auf diese Höhe hier, auf diesen Kurs und hier einfach drauf drücke, zack, bin ich viel schneller, zack, mit der Maus und habe dann in diesem Fall
dreimal, viermal, fünfmal geklickt und das geht viel schneller als das Rechnen. Na, so langsam bist du auch nicht, das ist der 5-Minuten-Chart. Du weißt doch gar nicht, wie schnell ich bin. Ich bin sauschnell. Das war ja jetzt auch nur ein Beispiel. Ne? Ich habe zu meiner Ex-Frau auch mal gesagt, Mensch, was würdest du jetzt tun, wenn ich jetzt zum Beispiel betrunken vom Kegel nach Hause komme? Dann hat sie sich fürchterlich darüber aufgeregt. Ey, Mensch, Schatz, war doch nur ein Beispiel. Also ich wusste genau, ich mache es nicht. Kann ja auch im 1-Minuten-Chart sein. Und dann muss ich ihm relativ schnell eine Entscheidung treffen. Dieses Muster, das ist das Ausschlaggebende. Deswegen hier die Kiste normal, wenn man hier Break-Even rein, rausfliegt, sich diese ganze Geschichte anguckt. Wenn man hier, guckt hier, 67, hier sind wir im High bei der 72, da sind wir gerade 5 Punkte, also ist hier noch nichts passiert, sind wir hier immer noch drin. Und dann kommt man von der 67 auf jeden Fall hier hoch bis zur 82. In dem Fall wären das 15 Punkte, wäre ein Tagesziel. Wenn man da nicht in der Lage ist, dieses Tagesziel zu realisieren oder das nicht möchte, dann sollte man auf jeden Fall sein Stop auf plus 5 oder plus 6 gezogen haben. Spätestens hier, in diesem Muster, sollte man dann sehen, dass man die Kurve kriegt. So viel einmal dazu. Wir haben gestern in der Analyse, ich weiß, der eine oder andere sitzt jetzt wieder hier, sagt, mach doch mal was, wir wollen handeln. Ups, falsch. Da, der eine oder andere sagt wieder, hey, du mach doch mal was, wir wollen handeln, wir wollen einen Knopf drücken. Ich will jetzt unbedingt Geld verlieren. Mach jetzt was, drück jetzt auf den Knopf. Los du, Hans Wurst, drück auf den Knopf, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir haben hier gestern diese Analyse gemacht. Wir haben gesagt, von der 69 oder 66, das heißt hier 69,5, also von der 70 bzw. von der 67 an, wollen wir long gehen mit Ziel 1,1595. Wenn diese Kerze hier da wieder schließt, ist mein Setup long ab 1,1567 immer noch gültig. Auch wenn ich hier rausfliege, wenn ich hier bloß kurz rausgekegelt werde, ist dieses Long-Ziel immer noch gültig. Wir haben drunter geschrieben, Priorität heute Tagesziel. Warum? Weil wir gesagt haben, wenn Schlusskurs unter der 1,1566, dann kann es schnell bis zur 1,1548 und bis zur 1,1519 gehen. Wir hatten hier die Schlusskurse, hatten wir unter der 1,1566, kurzes Aufbäumen und dann direktes Anlaufen, da steht sie 1,1548 und wir haben den Schlusskurs 1,1546, 45,9, 1,1546. Kurzes Aufbäumen, nächste Nummer haben wir gesagt, 1,1519. 1,1519, hier von der 48, kurzes Aufbäumen, gleiche Nummer. Kann man sehen hier, ne? Hier haben die Euro Proler oder die Forex Proler, die haben hier gelongt. Da, Zielbereich, Helbig hat gesagt 48, gut, gehen wir an der 48 long. Kaufen hier, zack, kaum gekauft, buff, Stops abgeholt. Hehe, Forex Proler schon mal schön geärgert. So, und jetzt steigen wir. So, jetzt kommen die ganzen Optimisten dazu. Optimisten alle im Markt. Bärisches Harami. Bärisches Harami bestätigt. Zack, was hat er gesagt? Zur 19 sollen wir. Okay, dann gehen wir halt an die 19. Und wir sehen hier diese Kerze, das Low, die 17,6. Und ein Doji hier bei, mit dem Low. Da. Das Low bei der 19 und den Close bei der 21, weil die 19 haben wir ja gesagt. Und ab da waren wir hilflos, weil ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte, denn hier unten hatte ich keine Linien mehr.
Ich hatte ja kein Ziel, wo sollte ich hin? Wer nicht weiß, in welchen Hafen er segeln will, für den ist kein Wind der richtige. Und dann habe ich gestern nochmal so ein bisschen, ich habe gestern Abend da nochmal dran erinnert, mit einem Bild, nämlich mit dem hier. Könnt ihr euch an dieses Bild noch erinnern? Gerade hier in dieser illustren kleinen Runde mit Pastor Florian. Pastor. Wann haben wir dieses Bild gemacht? Wer kennt es noch? Wer kennt es aus dieser Runde hier? Das ist von letzter Woche Donnerstag. Genauso sieht es aus. Ist bei dem Olli sogar noch im Chart. Ja, das ist genau das Bild von letzter Woche. Und letzte Woche haben wir gesagt, wir wollen hier runter zur 1,1460. Haben aber auch vorher noch gesagt, wir müssen damit rechnen, dass wir hier oben an die 1,1632 gehen. Gestützt von der 1,1572. Die 1,1572, dieser Bereich, war jetzt die ganze Zeit unsere Stütze, wo wir immer gesagt haben, wir wollen diese Nummer nutzen, um nochmal hier hochzulaufen an die 1,1632. 1,1632 wäre das Ziel aus dieser kleinen inversen SKS hier. Mit dieser Nackenlinie wäre das da oben das Ziel. Und wir haben hier bei der 15 die vorherigen Hochs, die nochmal schön abgefischt werden könnten. Das, was wir gerade mit dem Hammer umgekehrt erklärt haben, wo die Stops da unten drunter liegen, sehen wir genau, dass wir über diesen Zeitraum sich hier Stops da oben drüber gesammelt haben, da oben drüber. Und das sind dann nur noch 15 Punkte bis dorthin. Von der 72 bis zur 32 sind wie viele Punkte? Ja, ich soll hier auch noch rechnen, ne? Uah. Setzen 6, 60, nicht 40. Das sind 60 Punkte. Und 60 Punkte in der SKS wird in der Regel zu wie viel Prozent aufgelöst? Zu 80%, 70%, 80%, 80%, genau richtig, von 60 Punkten, 80% sind wie viel? Oh, 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 scheiß Nummer heute, ne? Circa 50. Fein, nur im Zweifel rechnet. 48, so, von der 72 kommen plus 48 sind wir genau bei 1,1620. Das High haben wir bei 1,1617. Das heißt, wenn hier die Stops oben drüber abgeholt werden, wir haben uns gerade drüber unterhalten, dass er dann so zwei, drei Punkte mal drüber schießen kann, so ein kurzer Spike. Das heißt, wenn er diese SKS hier normgerecht nur zu 80% auflöst, kriegen wir Kurse bei 1,1620. 1,1620, das heißt, dass er hier nochmal hochläuft, die Wahrscheinlichkeit war gegeben. Gerade hier, als er hier diese Lunden, hier diese Volumenspitzen oder diese langen Docht hier nochmal gebaut hat, ist es durchaus denkbar, dass er die Nummer nochmal holt. Aber Pustekuchen hat er nicht gemacht, sondern hat dann gesagt, okay, ihr könnt mich alle mal, jetzt habe ich euch lange genug verarscht, jetzt gehen wir einfach mal direkt da runter. Wir sehen, nach diesem Absturz, Ziel für die Position von 1,1608, wir haben bei der 1,1608 die Shorts gestartet. Cool, ne? Und jetzt lasst mich einmal gucken, ob er hier ist, der René B., der motorradfahrende Hundeführer, mit einem österreichischen Pass in die Schweiz geflüchtet. Nee, mit dem Schweizer Pass nach Österreich geflüchtet. Ich bringe es immer durcheinander. Ist er da? Genau.
Da ist er. Lass mich raten, du hast die Position von 1,1608 noch im Markt und wirst sie hier unten bei 1,1460 schließen. Kann das sein? Einmal bitte eine ehrliche Antwort. Ihr seht, der Kurs schwankt hier zwischen 1,1480 und 1,1477. Hammer, ne? Diese Vola, boah, die treibt sogar ein Faultier in Freitod. Okay, er hat sie schon geschlossen, aber lass mich raten, du hast die Strecke hier sehr weit mitgenommen, oder? Man nennt ihn nämlich auch nicht nur Motorradfahrenden Hundeführer. Man nennt ihn auch den Durchhalteschweizer. Er ist nämlich einer der wenigen, der ein dickeres Fell hat als ich und so eine Position in der Regel von unten nach, von oben nach unten durchhält. Okay, nehmen wir die 1,1460 hier unten als gegeben hin, aus A gleich C. Wir müssten jetzt diese Geschichte hier noch etwas verfeinern und müssten jetzt mal schauen, ob wir nämlich den Lauf dort ansetzen, wo er diesen Spike nach oben gemacht hat. Und dann sehen wir, dass auch dieses Zeitfenster hier fast abgelaufen ist. Aber wir könnten sogar hier runtergehen bis unter die 1,1460. Nicht viel, 5, 6, 7 Punkte. Also nehmen wir den Bereich 1,1460, 1,1455. Den führen wir uns jetzt für heute mal zu Gemüte. Hier haben wir noch mal, da haben wir noch von Montag oder Dienstag haben wir hier noch, hier Doppeltop. Ich habe am Dienstag früh im Webinar erklärt, was ich gemacht hätte, wenn ich alleine wäre, bin und hier nicht dummes Zeug labern muss. Nämlich genau diese Shorts. Könnt ihr euch erinnern? Da oben. Da haben wir sie noch drinne. Hey. Florian zieht immer das Chartbild nach rechts. Nee, nach links. Mache ich doch immer Danke. gerne, weißt du doch. Genau. Da, hier haben wir das Doppeltop hier oben bei der 1.16.06. Da. Und das am 9., am Dienstag früh, habe ich noch erklärt, was ich gemacht hätte. So, und wir sehen, dieses Doppeltop wurde, nachdem alles aufgelöst wurde, hier unten die Tiefs noch mal ganz kurz hier oben angeteasert, da am gleichen Tag, um dann nach unten wegzubrechen. Und da haben wir wieder das Hoch 1,1606. Was haben wir da stehen? 1,1608. Ziel für Positionen von 1,1608 von letzter Woche. Und diese Marke 1,1608. Nach unten nehmen wir hier das High 1,16085. Entschuldigung, dass ich mich bei der 1,1608 um 0,00005 vertan habe. Diese Geschichte hier hätte man spätestens, wenn man dieses H1-Bild nicht aus dem Kopf hat oder wenn man das nicht ignoriert, nicht so abgelenkt, sondern konzentriert, hat man diese Marke im Kopf und kann das nach unten durchreichen, abverkaufen. Okay, bis 1,1460. Jetzt brauchen wir nicht mehr drüber nachdenken. Wir sind bei 1,1473. Wenn wir bei der 1,1473 sind, müssen wir jetzt mal schauen, okay, was machen wir denn heute? Zack. Und heute machen wir dann darauf einen Plan, ne? Mächtig gewaltig, Egon. Einen Plan für heute. Wir haben gesagt, welche Marken unten sind ausschlaggebend? Mir 1,1460, 1,1464 haben wir schon gehabt.
Ich mache das jetzt mal im Schnelldurchlauf. Mir läuft die Zeit weg. Schnell noch einen Plan machen. Wir haben gesagt, 1,1460, 1,1450, 1,1455. Das wird unser Entry nach dem Abverkauf auch durchaus möglich. Ich muss den Chef von der Kuriositätenwand hier enttäuschen. Ich habe ihn gefragt, was machen wir heute? Dann hat er nämlich geschrieben, irgendwas mit Short. Jo, machen wir gleich. Ich muss dich enttäuschen, weil mein Plan sieht heute anders aus. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Jawohl, mein Schatz, es ist vorbei. Ich würde nach dem Move gestern das hier als meine Sperrzone kennzeichnen. Und zwar genau so lange, bis wir oben oder unten einmal rausgelugt haben. Und dem Muster nach hier müssen wir heute mit kleineren Positionen, größeren Stops sehen, dass wir diese Geschichte hier in dieser Form handeln. Einstiegsbereich wäre ziemlich groß heute. Leitzyan, ist das in Ordnung, Markus? Oder passt das heute nicht zu deiner Calvin Klein Shorts? Ja, das mache ich, mein lieber Lutz B. vom Bodensee. So. Wir müssen sehen, aufgrund der Zielbereiche und aufgrund des großen Chartbildes müssen wir Long-Positionen, Long-Positionen mit Stops unter 1,1450. 1,15 war mal, das ist Geschichte, unter 1,1450 platzieren. Das heißt, Stops müssen unter diesen Zielbereich und müssen auch im H1 dieses Tief hier abfedern, wenn man sich dort in die Gefahr begibt. Wer sich in Gefahr begibt, riskiert auch da drin umzukommen. Deswegen diese Nummer, Short Setups, nein, will ich nicht. Wir haben gestern genug Haue gekriegt. Wir haben gestern einmal 10 und einmal 9 Punkte versenkt, dann einmal 2 Punkte gut gemacht. Das Wochenergebnis müssen wir uns jetzt nicht mit Gewalt kaputt machen. Es sind immer noch 60 Punkte übrig. Das ist mein Wochenziel noch übertroffen, trotz der beiden Fehltritte gestern. Nach 2 so ziemlich harten Schlägen mit 10 und 9 Punkten kurz nach, nein, ist das schon, ja, wie ein Tritt vom Pferd. Dann muss man sich auch erstmal erholen, das werde ich tun. Deswegen Long Setups hier, ja, kleinere Positionen, weil Stops müssen unter die 50. Für mich heute keine Shorts. Selbst wenn er hier hochläuft an die 1,1496 oder 1,15, werde ich nicht shorten. Ich heute Seitenlinie, wenn wir nicht da unten hinkommen. Ich schreibe es ja mal rein. Wisst ihr warum? Wisst ihr, warum ich das jetzt da reinschreibe?
bitte die Sperrzone in Farbe. In Weiß. Ich mache es einfach ein bisschen dunkler. Okay? So. Wisst ihr, warum ich das da reinschreibe? Damit ich es nicht vergesse, um mich selber dran zu erinnern, weil ich zum Karneval gehe. Aha. Nee. Ich komme gerade vom Martinssing. Da gehe ich nicht zum Karneval. Glühwein und so. Weißt du? Und dann gehe ich auf Gänsejagd. Warum keine heute Monatsberichte EZB? Ja, interessiert mich nicht. Welchen Grund für keinen Short am obersten Zielbereich und sogar an der 1.15.01? Da? Aus dem ganz einfachen Grunde, ich habe es gerade erklärt, ich habe mein Wochenziel mit 60 Punkten drin. Wir hatten als Ziel unten anvisiert die 1.14.60. Die 1.14.64 haben wir schon gehabt. Und ich kann es dir nicht erklären, aber ich mache diesen Job jetzt schon, wenn ich die ganze Zeit zusammenziehe, seit 25 Jahren, 26 Jahren. Hauptberuflich mache ich das jetzt seit 15 Jahren. Und man sieht es jetzt nicht, aber hier, da habe ich ein Scheißgefühl. Da. Also hier, da, wo die Gans drin liegt, weißt du, die Martinsgans. Da habe ich ein Scheißgefühl. Deswegen passt diese Nummer nicht. Wir haben die Ziele hier unten haben wir erreicht. Da unten sind wir einmal durch. Wir haben die Ziele fast abgearbeitet. Er kann jetzt hier unten noch mal schnell ein paar Stops holen oder so, aber es ist nicht meine Baustelle. Und diese Vola hier erst recht nicht. Guckt euch das an. Ich labere euch jetzt schon fast eine Stunde eine Blase ans Ohr. Und wir haben uns gerade fünf Punkte bewegt. Also, hier unten, Long-Position, ja. Hier in der blauen Kiste, ja. Und Long Start bei 1.14.60, 1.14.55, siehe H1. Zack, zack, gut. Schatzi, schenk mir ein Foto. Schenk mir ein Foto von dir. Lutz, du darfst. DD. Lutz, Doppel-D. Du darfst. Screenshots sind erlaubt. Ich kaufe dann die negative. Ich sagte kurz Piep, wenn er Screenshots gemacht hat, dann werfen wir nochmal einen kleinen Blick auf den DAX. Aber wie gesagt, nur einen kleinen. Ich glaube, ich habe euch heute genug gelangweilt hier, oder? Screenshots, sind die da? Muss ich selber gucken. Super. Da ist es, okay. Ich sehe das hier sonst nicht. Gut, dann kümmern wir uns um das andere Viech. Da, den haben wir gestern Abend, habe ich den noch kurz gelongt, bin dann aber ausgestiegen, weil ich kalte Füße kriegte. Mal gucken, ob wir hier noch im M5 irgendwas sehen. Da. Gestern Abend haben wir hier in diesem Bereich noch gelongt. Ich glaube an der 19 oder an der 20, 16.019, 16.020, habe dann aber kalte Füße gekriegt. Warum habe ich kalte Füße gekriegt und habe es nicht weiter verfolgt? Weil wir
genau diesen Abverkauf vorher am ganzen Nachmittag hatten. Und wir hatten danach, das habe ich dann gestern Abend auch erkannt, wir hatten danach diese Flagge da, die sich dann aufgebaut hat und in einer bärischen Flagge, die sich aufbaut hier, dann eine Long-Position über Nacht zu halten, oh, das kann wehtun. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Deswegen habe ich meine Position hier geschlossen. Sicher kann man jetzt sagen, hättest du mal gelassen, hättest du, dann wärst du jetzt mit 30 Punkten vorne. Wisst ihr was? Mal zur Erinnerung, man muss auch mal ein paar Sachen anders sehen. Und ich erinnere mal daran, dass wir 837, wir haben diese Woche bis gestern Abend 16 Positionen gehandelt und haben 154 Punkte im DAX gemacht mit ein paar Sachen hin und her, da mal was auf die Nase gekriegt und da mal Geld verdient. Und wisst ihr was? 60 und 154, rechnet es einfach mal aus mit einer normalen Positionsgröße. Dann muss man auch mal warten lassen. Und ja, wie gesagt, gestern war ja Martin. Lieber, ne, da kommen die Nachbarn vorbei. Mein anderer Nachbar, mit dem habe ich gestern zusammen eine Dachrinne angebaut. Was macht man, wenn man 2 Meter Dachrinne montiert hat? Was muss man dann tun? Na, Markus, du weißt es. Ich kann es mir auch Ja, aber denken. Martin Singh ist ja einen Tag vorher, ne? Wie bitte? Ich kann es mir auch Florian, denken, was hast du Thorsten. gesagt? Ich kann es mir denken. Was denn? Na? Ich glaube hier, das von Markus trifft es am nächsten. Man feiert Richtfest. Ist doch völlig klar. So, und dann muss man auch mal die Reißleine ziehen und sagen, okay, jetzt ist gut hier. Und dann lassen wir die Finger davon. Wie sehen wir den DAX weiter? Ich weiß ja, hier ist es ja, weiß ich gar nicht, ob sie da ist. Die andere Daniela. Bei uns haben die gestern gesungen, mein Lieber. Wir auch. Diana, genau. Nicht Daniela, die Diana, meine ich. Nee, ist anscheinend nicht da. Versteckt sich wieder und dann sagt sie wieder, war kein Webinar. Wir haben hier klassisch, bevor wir hier überhaupt irgendwo eine Entscheidung finden, ist genau das eingetreten, was wir befürchtet haben. Wir haben uns von einem Allzeithoch zum nächsten geschoben. Eins, zwei, drei, vier neue Allzeithochs. Und das heißt, für mich hier oben in diesen Bereichen 16.060, 16.070 Short und hier unten an der 16.000 hier an diesen Marken Long, beziehungsweise ich nicht Long, mein Spitzname ist Shorty oder auch der Bär, obwohl ich Stier bin. Diese Geschichte hier sagt mir, hier oben in diesen Bereichen gehe ich short. Ich kann hier oben im Bereich bup, 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 hier 60, 70, 70, 75, hier oben kann man sehr schön shorten mit 20, 30 Punkten Stop und 70 Punkten vor der Nase. Ich komme hier oben immer mit einem CRV von 2 zu 1 in den Markt. Meine Chance ist doppelt so groß wie mein Risiko. Und das kann ich so lange spielen, bis er nach oben wegbricht oder nach oben rausschießt. Aber wenn ich mir dieses Muster hier mal anschaue, seit der 14.800, da seit diesem Tief, ist es allerhöchste Zeit, dass wir hier diese ganze Geschichte etwas heftiger auskorrigieren.
So, und deswegen ganz wichtig, Shorts und nicht Long. Ihr könnt gerne kaufen, ihr könnt euch gerne die Long-Position um die Ohren hauen. Nicht meine Baustelle. Ich kann Long-Positionen diese Tage nicht begleiten. Für mich kommen Long-Positionen frühestens in Frage, wenn wir wenigstens den letzten Move hier auskorrigiert haben und wir in diesem Bereich hier landen. Da, wenn wir irgendwie bei 15.800, 15.850 sind, das hier ist für mich erst der Long-Bereich, so lange Bereich für Long-Starts. So, nicht Long-Starts, sondern für Long-Starts. Zack. Und so lange bleibe ich Bär. Auch wenn der eine oder andere es verflucht und wieder sagt, du mit deiner Schauterei, du gehst mir auf den Sack. Christian B. hat diese Runde gerade freiwillig verlassen. Kanal Short für Kurzarbeiter, genau. Deswegen, hier suche ich mir Shorts, aber jetzt müssen wir erstmal warten, 9 Uhr, die dürften eventuell um 9 sogar nochmal hier über dieses High gehen für heute. Das heißt bei 78, also würde ich für heute Hulu für heute sagen, Shorts ab 16.075 bis 16.000. Und für diesen Zweck lege ich mir sogar da oben eine Short Limiting. Da knapp unter dieses Hoch 16.074 meine Short Limit. Die bleibt logischerweise mit 55 Punkten Stop drinne. Take Profit muss ich hier mit 74, wir haben das Low gestern gemacht, wir haben das Tief hier unten bei der 86, also sind wir bei 90 Punkten ungefähr Take Profit und hier greift dieses Szenario nicht, sondern bei 20 Punkten, da wir uns in dieser Range befinden, bei 20 Punkten gehe ich BE. Auch dafür dürfte es jetzt einmal ganz kurz klappern auf Slack, damit die anderen Jungs das auch sehen. Und 16.075 sagt hier ein aufmerksamer Leser, drei aufmerksame Leser. Ja. Selbstverständlich. Entschuldigung. So, und damit könnte auch das hier fertig kopieren, Bild rein und dann sage ich Tschüss in die illustre Runde. Danke, dass ihr so lange da wart. Danke, dass ihr so lange mit mir ausgehalten habt. Und wir sehen uns ja eventuell nächste Woche Donnerstag wieder. Das müssen wir aber intern erst noch mal ausdiskutieren hier, ne? Und in diesem Sinne, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen, ein bisschen was mitnehmen. Und verlasst diese Veranstaltung klüger, als ihr reingekommen seid. In diesem Sinne, tschüss, tschüss, moin, moin, bis eventuell nächste Woche, sonst in 14 Tagen. Ich danke dir, Thorsten. Danke auch an die Teilnehmer, dass sie bis zum Ende dabei geblieben sind und dem Thorsten aufmerksam zugehört haben. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich würde sagen, bleiben Sie gesund, passen Sie auf Ihre Positionen auf, haben Sie eine schöne Woche und vielleicht bis nächste Woche. Bis dahin, ciao, ciao.